And it's still a decent moment for us, so, oh god. Oh yeah, they do have the political standpoint. Was habe ich getan? Oh no, gar keine Zeit zum Introduction. Direkt Vardionest, Town City, Poly, Alter, okay. Und natürlich bin die ich gehen in Berlin, drauf. Wir sind in Berlin. Wir sind in Berlin, Alter. Normales. Of course, of course. Ich meine, Zedra hat auch schon gesagt, ich habe mies keinen Bock drauf, Alter. In Berlin nochmal gegen Sipdos spielen. Aber Blood, das ist Quarter Finals, Mann. Blood, also, Jung, bist du in UK gewesen? Blood? Ich war zu viel unterwegs auf League-Twitter, Alter. Nein. So, ich meine, guck ihn dir an, Alter. Also, ist halt, wie oft haben die beiden gespielt? Man kann schon nicht mehr counten. Tausendmal. Bei dir zu Hause, hier in Berlin, hier in der Stadt. Überall. Aber hey, im Westblock ist es vielleicht anders. Ja, du kennst es. Genau, weil an sich hat ja Maurice, also Slipknot, mehr gewonnen, glaube ich, im Schnitt. Aber das war im Osten. Das war, ja, das stimmt. Yeah. Oh, oh okay. Mein Gott, er okay. Er hat ganz gut gemacht, da den Schild weggelassen. Ja, und ja. Toten Schild. Er ist insane. Aber trotzdem struggles so ein bisschen aus der Corner zu kommen, sobald er es tut. Insta-Parry, Insta-Punish. Ja. Becker wird wehtun, der hat keinen Jump. Blood, where you from? Nein, was? Also okay. Er hat einen Plan, aber Two-Frame ist immer noch schwer zu kommen. What? Okay, so ein bisschen diese... Ich sehe diesen PK Clash ganz oft, aber ich sehe das so selten treffen einfach. Das ist HDR, weil in HDR kann man das sogar irgendwie machen und dann hast du irgendwie... kannst du den sleepen damit, was weiß ich, aber auf einmal machen alle anderen das. HDR ist dieses Mod, oder? Ja, genau, so HDR ist diese Smash-Mod, die nochmal ein ganz anderes Game ist. So, okay. Nice, Alter. So Wasserballon, Alter, auch mit Child, mhm. Weggegessen, bei einer. Okay. Man muss nicht so hart drüber nachdenken, was eigentlich hier passiert. Nee, eigentlich nicht. Also, es ist halt ein grown man, der hat so ein Nest verprügelt. So Gewalt gegen ein Kind. Muss ich sagen, Mortal Kombat. Oh mein Gott, Mortal Kombat, Alter. Mortal Kombat. Also, ich freue mich über unsere Games vorhin. Ja, aber ja? Wow, das ja? Game ist brutal. Er ist schon brutal, aber es ist auch sehr handsome. Ich meine, du hast schon gesagt, so, oh mein Gott. Kenshi und alle, Shoutout an Robin, komm gut nach Hause. Yeah, aber hier gibt's halt keine Kenshis, keine Johnnys, hier gibt's halt nur so Ness und Bart. Einfach so. Cartoon. Ja, da, Cartoon AF. Das ist eine sehr schöne Fair, nochmal mit dem Falling, aber 65% schon ein bisschen tough hier, vor allem auf Town City kommt so relativ schnell auf Stage damit und jetzt Ledge Turn für Maurice von Slipknot, aber okay, das sind Kombos. Okay, raus. Ja, ja. Ey, das ist alles Zeit zum Walk-Laufbahn. Ja, ja, der blinkt schon eine Weile, ja. Also der will das für letztes Stock gewonnen, Mann. Oh, was macht der da? Ja, I'm not getting punished. Oh, der Trade ist so komisch. Ja. Trade, okay. Das ist so dieses typische, ja, die zocken permanent gegeneinander Type of Trades. Das passiert niemals, wenn du das erste Mal gegen mich spielst. Auf jeden Fall. Okay, warte mal. Ja, Liebe warten, manchmal ist es gut. Also in Two-Frame ist es Zeit auch für mich. Ne? Ja, wenn man wartet, kann man nachher warten. Der kann auch später im Set das hier machen. Jetzt ist immer so ein Checkup von wegen so, hey, macht Zebra vielleicht doch irgendwelche paar Mixes. Wie schnell geht er von der Ledge weg? Ja. Deswegen auch ein bisschen Ledge-Step warm machen, einfach Conditioning und von da aus wird das Game einfach leichter. Und jetzt auf einmal ist Slipknot ein ganzes Stock ahead, aber auf jeden Fall mit Dwarf super dangerous. Und wir haben oft genug gesehen, was da passieren kann. Zählt allerdings auch, denn der Mann ist jetzt weiß. Ah, okay. Ja. Wie viel Spikes gerade? Das ist auf jeden Fall 3 an der Zahl, und es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. PK Flash hier? Oh. What? Als ob er das getestet hat, Junge. Also. Der war halt schon gut. Moment, still. Der war schon fun. Ja. Es war so ein bisschen so ein Drohne. Ja. Oh. Ah, he's not dropping those. Up to down B. Easy as shit. Das war ein sehr, sehr nice Move. Das war wie bei einem Game of Ey, das ist halt so crazy. So viele crazy Interactions nur gegen einen. Und das ist ein Zeichen, dass die so oft gegeneinander spielen, das recht. Ja. Aber du hast auch erwähnt, das ist so erstes Game, wo man so Info hat. Ich vergesse es immer, das ist so ein Top-Spieler, ja? Also erstes Game geht es darum, oh, wie dann die Pinelech zurückkommen und so weiter. Und dann später kann man krasse Options auswählen. Genau, es ist so ein bisschen so das Schaffen von Regeln. Ja. Sozusagen so, ey yo, ich darf das machen, ja. Okay, ich darf das machen, oh, das darf ich nicht machen, aber ich darf das machen. Mhm. Und dann hast du deine Liste, deine Checkup-Liste, und dann hast du halt dieses Do and Do Not. Ja. Und bei Slipknot merkt man, der hat sehr viele Do's. Yes. Also so, der darf sich sehr viel bewegen. So, das heißt, bei Zephyr ist jetzt im anderen Schnitt, der checkt die Regeln ab, spielt erstmal nach Slipknot's Pace, aber sobald der versteht, was da noch gemacht werden kann, dann kann er seine eigene Regel machen, weil die hat er jetzt schon. Er hat jetzt schon ein paar To-Dos, aber diese To-Dos sind noch ein bisschen zu schwer zu erzielen. Hm.
für Dune. Sagst du, als ob es so eine To-Do-List ist. Genau, es ist eine To-Do-List, weil es ist ja eine Win-Condition. Ja, stimmt. Ne? Deswegen gegen Vardio musst du ein paar Sachen machen und manchmal heißt es auch, vielleicht ein paar Risiken einzugehen. Also, er hat schon ein paar Risiken gemacht mit dem ganzen Downhill-Softstage. Ja. Online ist erfolgreichen Edgar. Ich sag mal, Edgar. Ja. Hat schon sehr vorgekommen. Genau, weil was hier, jetzt machen wird, ist ein bisschen sein Timing zu arbeiten. Hm. Vielleicht hier nochmal mit Simon, mit hier, ne, auch da wieder so ein bisschen zu stallen, ja, zu schauen, wie schnell Slipknot das überhaupt catcht, wie schnell er darauf reagiert. Ja. Jetzt ein bisschen länger zu bleiben, okay, geht für einen Jump und jetzt hier auch da wieder einen Stall, aber Slipknot ist ready und nach dem dritten Mal, ohne einen Tag, holt er den Stall eben nochmal rein. Mist Attack, aber muss natürlich auch akzeptieren, von dem Spieler dieses Kaliber schon. Das hat doch jemand noch gebietet. Oh, ah, wow! Hello! Okay. Wow, okay, das war. Aber leider nicht geschafft. Das funktioniert für Zebra. Ich meine, ja, wir haben auch schon gesagt, dass das Testing, aber, you know, ein Limit-Testing. Dieses Chase einfach. Ey! Also, the Multi-Hits durch den Shield, jetzt ist voll smart. Also, das ist immer bei diesem Game. Oh, okay. Ein immer noch den Jump. Und just like that. Okay. Er wusste einfach Bescheid. Ja, und jetzt ist hier überfordert und Slipper merkt das auch. Er darf overshooten, er darf dann gehen. Wird das tatsächlich nicht hacken, Alter? Okay, beide Seiten. Shame on you, Alter. Das ist Berlin, immer noch Berlin, Alter. Hier hackt keiner, Mann. Hier wird aus Fairness der Stop wird gegeben. Oh, man. Aber hier beiden gehen für die Edgar. Das ist voll interessant. Also, ja, beide Edgar-Gruppen. Ja, und jetzt wieder selbe Situation, war wow, Gameplay baut sich auf, 10-fach ist Server noch under pressure und was, muss jetzt den Kompromiss finden, aufs Mutig spielen und sicher und gegen Vardio Keller spielen. Trotzdem, schöner Damage, okay. Oh mein Gott. Ich mag den Swing, warum nicht? Gerade in dem Moment, wo Wolf angekommen ist, dachte ich, jetzt wird's sein. Okay. Ja, was ist er landet? Genau, und jetzt. Easy. Ja. Tech Chase und Slipknot ist sehr gut, dass er da auf einmal zu reacten. Sobald er da auf der Plattform ist, Tech in Place, Uptick. Ich war voll vorhin hat er auch so eine Landing-Abwehr bekommen, aber er wusste, oh, das wird wahrscheinlich nichts. Ich warte lieber. Und dann war er in diesem Plattform-Tech-Situation, hier hat es Uptick bekommen. So, jetzt ist halt das Schwierige, ne? Weil du hast jetzt den Kontext von, sobald er eine Plattform ist, ist es awkward und gefährlich. Und FD ist halt safe house. Kleines Stage für Smashville, wahrscheinlich auch weg. Das könnte open sein, aber willst du irgendwie nicht so ganz. Mhm. Ich glaube, PS2 ist erstmal der Pick, aber das Ding ist, in einem Decider auch super schwierig. Aber da merkt man auch schon, dass Sepa natürlich hier auch eine Wall vor sich hat. Und diese Wall gilt es zu überwinden. Mhm. Und mal schauen, wie er das hier jetzt schaffen kann, denn, you know, es ist nie over, bis es over ist. Es ist nie over, bis es over ist, aber welchen Teppichsteller, wo ich zweimal das Gesicht stoppt wieder. Ich bin mir nicht gut. Ja, ich brauch einen guten Mentor dafür. Okay, vielleicht so ein paar Stray-Hits und was, die lassen einen immer gut fühlen, ne? Ein bisschen Serotonin kriegen, wo man es kann, so weißt du? Yes. Weil es okay, ich bin gefeiert. Might do another one, aber Abiero steht stattdessen, wird kassiert. Zum Thema Mentor, ich kann mir vorstellen, wenn man Game 3 doch gewinnt, dann geht's, ne? So, ja. Aber gerade hier, wo man so zwei Hände noch einmal gegen stirbt, das ist der Schwer. Das ist wohl noch nicht das erste Mal so. Ne? Weißt du, die ganzen Bilder, die wir jetzt sehen, die wiederholen sich schon. Das haben wir schon so oft gesehen. Aber bedeutet auch, dass Zebra hier Adjustments finden kann. Und vielleicht jetzt nochmal einen sehr schönen Hit gefunden. Er hat doch das raus nochmal. Und das wird der Kill sein. Good job hier an der Stelle. Und schafft es doch rechtzeitig auf der Stage. Simon Magnet Shenanigans, man kennt's auch. Ja. Oh, okay. Zebra checkt den Pre-Punish, oder? Oh. Wait, let him cook. Let him cook. Green Barbecue, später. Nice. Also die Edge Guards sind einfach funktioniert, ne? Also wir haben schon ein paar Stocks von denen so geholt. Mal sehen. Ich habe keine Backthrows zum Beispiel. Keine Backthrows, nur Edgar. Genau. Und, meistens kommt es auch gar nicht, dass du die Prozenten nimmst. Ich mache den Abwehr-Try auch hier an der Stelle. Slipknot wird aber natürlich schauen, ob er vielleicht Upsmashes findet. Und jetzt baut sich das Regelwerk auf und Zepa toucht sich so langsam an dem ran, was überhaupt in diesem Matchup möglich ist. Wow, der Reversal aus dem. Ja, wir haben schon abgebildet. Super Projekte, aber trotzdem super gute Value geholt auf uns selber an der Stelle. Okay, hier nochmal vielleicht für ein bisschen Shield Pressure. Aber jetzt kommt es halt auf die Strings. Ne? Und davon hat Ness ja mehr als genug. Ist er schon ein Defense-Play von Zebra an der Stelle? Bisschen anders als in Game 1 und 2. Jetzt akzeptiert er, hey, das ist Slipknot's Tempo, das ist Slipknot's Game. Ja. Und spielt es bisher sehr gut. Ja. Voll interessant, dass du so Tempo sagst und Rhythm, so Timing. Weil Vario ist so wichtig mit den ganzen Nairs und hin und her. Timing ist wie man dran. Genau das. Nice, smart gewählt. Wusste auch, dass hier ein Spiel schon low war. Und jetzt hier. Nice. Aber auch da wieder. Side Magnet wird die ganze Zeit gepunished. Und dieser Punish im Midstage sorgt dafür, dass er auch einmal offstage ist. Jetzt wird's super awkward.
Snap the Slippy. Mit dem Wecker, schöne Reaction. Aber, also schon hier, okay. Weiß wie das geht. Der Catch. Vom Juggle. Ja. Aber Mike ist gut. Mike ist sehr gut im Spot gerade, oder? Ah, das ist ein bisschen lost. Jetzt aber ist gut. Oh, okay. Okay, der wollte irgendwie planken. Ja, ja. Na komm. Ja, okay. Das ist so eine erstaunlich gute Move. Ja, wir sind in solchen Szenarien auch perfekt. So, und jetzt heißt es im Schild bleiben. Unbedingt Center Stage bleiben. Und dieses Center Stage willst du nicht aufgeben. Okay, schöne Pause. Aber er wollte zu viel. Er wollte wieder zu viel auf einmal. Und da sieht man auch schon. Die Ideen sind, dass man da und dann ist dieses, ey, ich will Damage, ich will Value holen, weil ich werde eh gleich sterben. Ja. No, that's wrong. Ja. So, du bist Midstage, Value will ich nicht mit Menschen die killen. Man kann immer, immer safe spielen. Ne? Ja, ja. Das ist voll, voll wichtig. Weil es wieder Coin Flippy noch. So, jetzt ist. Here we go again. Ja, okay. Instant Jump, keine Ressource. Oh, ja. Einfach einmal gewaffnet. Einmal gewaffnet, Alter. Es geht immer gleich vorbei. Und jetzt erkennst du auch ein Muster. Ja. Zwei und der Panic Jump.